Sitze oder lege dich ganz entspannt hin. Vielleicht nimmst du jetzt wahr, nur weil ich es sage, die Wärme in dem Raum, in dem du sitzt oder liegst. Geräusche um dich. Wie fühlt es sich an, zu sitzen oder zu liegen? Wirst du mit jedem Atemzug schwerer und schwerer? Und während du dich auch innerlich zurücklehnst, in eine angenehme, lockere Haltung, spürst du unter dir die weiche Unterlage, ganz nah bei dir, um dich herum die warme Kleidung. Was sonst auch immer durch deine Aufmerksamkeit ziehen mag. Jetzt. Du kannst es fühlen. Wo unter dir du dich am deutlichsten spürst. Im Kontakt mit der Unterlage. Mit der Atembewegung spürst du die Reibung der Kleidung auf deinem Bauch. Am Oberkörper. Und die Wärme der Haut an manchen Stellen deutlicher. Und wie mag ein Baum seine Atembewegung spüren? Denn irgendwie atmet auch er. Und es fließt etwas von dir durch ihn, wenn du in seiner Nähe einatmest. Und wieder ausatmest. Und er einatmet, was du ausatmest. Und umgekehrt. Er dir frischen Sauerstoff gibt, den er über seine grünen Blätter ausatmet. Und ihr auf diesem Weg einander tief innen erkennen und verstehen könnt. Einander fühlt auf einer Ebene und unbewusstes Wissen austauscht.
Und so ein Baum hat einen Bauplan in sich, nachdem er sich entwickelt, ohne bewusstes Wissen. Vielleicht seine Rinde hat eine bestimmte Struktur und Stärke. Seine Blätter entfalten sich danach. Seine Wurzeln versorgen ihn aus der Tiefe. Und verankern ihn dort. Ein inneres Wissen, das seine ganze Gestalt mitbestimmt. Ihn auf die richtige Weise Wasser aufnehmen und transportieren lässt. Von tief unten in der Erde nach ganz oben in jedes Blatt hinein. Und jedes Lebewesen hat einen solchen Bauplan in sich. Ein Wissen darüber, wie es gut ist, zu leben. Doch der Mensch hat ein tiefes Wissen über seine Gesundheit, weitgehend verborgen von dem bewussten Verstand, wie die Dinge richtig sind im Körper, in der Seele und was er tun muss, um gesund zu sein. Und im guten Kontakt mit seiner Umgebung zu sein und mit sich selbst. Und so kannst du dir erlauben, es dir vorzustellen, wie es ist, wenn die Dinge in dir gut laufen. Jetzt, wie immer auch das funktionieren mag, wie es sich anfühlt. Wenn die Energien in den richtigen Bahnen strömen, während sie Kraft fördern, die dir gut tut, während sie besonders schützen. Und das, was dir nicht gut tut, loslassen. Oder sogar abwehren. Und vielleicht ist dieses Wissen in dir wie ein kleines Kind, das nicht viel weiß von Vernunft und Reichtum und Besitz, das aber fühlt, was gut ist und schön. Und so kannst du es jetzt einmal in dir herzlich begrüßen, es anlächeln, es in den Arm nehmen und das, was es dir geben kann und möchte, ruhig annehmen. Sich in dir ausbreiten lassen, wie ein warmes, helles Licht in deinem ganzen Körper.
und wie es sich wohl anfühlen mag, wenn das Wasser aus der Erde durch den Baum strömt, überall hin. Im Sommer kühl und erfrischend, im Winter warm und schützend. Aus der gleichen Tiefe. Auf diese oder eine ähnliche Weise kannst du dich in dir mögen und dir erlauben, dich zu lehren, mit offenen inneren Augen, wie ein Kind, das auf die Erde gekommen ist, um zu leben und zu lernen, voller Vertrauen und Liebe, jetzt und immer wieder. Um dann mit einem Lächeln für dich selbst hierher zurückzukommen, mit dem Einatmen frisch und klarer werden, sich Zeit zu nehmen. Und die Augen sich wieder öffnen wollen. Wieder ganz im Hier und Jetzt zu sein. Im eigenen Tempo.